jeder Weide kannst du einstellen, welche Art von Tier gehalten werden soll. Nice, wir haben Piketty und Frederik auf die Weide geschafft. Tiere. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Endzone, A World Apart. Das Endzeit-Aufbaustrategiespiel in Echtzeit. Endzeit in Echtzeit, könnte man quasi sagen, ja. Und da mir die Echtzeit jetzt ein bisschen zu langsam ist, beschleunige ich jetzt mal die Echtzeit. Denn wir haben beim letzten Mal den Auftrag erhalten, dass wir eine Zuflucht errichten, weil wir gerade nicht genug Wohnraum zur Verfügung stellen für unsere Nasen. Und damit wir mehr Nasen auch kriegen, müssen wir jetzt hier diese Zuflucht bauen. Ich habe auch gleich noch mal ein paar mehr Hütten in Auftrag gegeben, dass die auch gebaut werden. Und hier ist schon wieder diese Schweinebande, die sich hier durch das Dorf bewegt, Ja, das sind die neuen Hütten, genau, die sind gerade fertig geworden. Und hier ist diese Schweinebande, die rennt dann immer wie angestochen durch den Friedhof und stört unsere Totenruhe. Oh, guck mal! Ha, das ist gefährlich wegen Brandschutz. Das darf man nicht machen. Mit den Laternen, das geht nicht. Das kann man doch nicht machen. Denkt denn niemand an die Brandschutzverordnung? Kann doch nicht sein, hier in der Endzeit hält sich keiner an geltendes Recht. Es ist unglaublich. Kann einfach nicht sein. Geht einfach gar nicht. Genau, wenn ihr das Projekt hier feiert, dass wir uns Endzone reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Projekt haltet, wie ihr das findet. Also ich muss sagen, mir gefällt das Spiel sehr gut. Soweit auf jeden Fall. Gerade die Gebäude und das Design finde ich richtig geil gemacht. Ja. Ich finde, es ist dem, oder der Alternative, die es ja auch gibt, die da heißt, sehr gut. Sehr gut. Dass Kinder, die erwachsen werden, ihr Elternhaus verlassen und sich nach einem neuen Platz zum Leben umsehen werden. Das kann dazu führen, dass sie keine Wohnung finden. Was? Wohnungsmangel? Um allen Bewohnern ein Dach über dem Kopf bieten zu können, sollten wir eine Zuflucht errichten. Noch eine. Der will jetzt lauter Zuflüchte errichten. Können wir nicht einfach irgendwelche Wohnungen enteignen? Das geht doch. Ich habe dich schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es sehr gefährlich werden kann, wenn uns einmal die Nahrungsmittel ausgehen sollten. Da eine ganze Menge an Leuten in der neuen Zuflucht leben werden, sollten wir sie mit einem Zugang zu Nahrung in ihrer Nähe versorgen. Eine Jagdhütte kann sich in der Umgebung nach Wildtieren umsehen und so ein wenig Fleisch auf den Speiseplan bringen. Ja, mir fällt da auch gleich ein paar Wildtiere ein, die man da vielleicht gleich mal aufs Korn nehmen könnte. Zum Beispiel die Saubande, die hier immer durch den Friedhof rennt. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist die Playlist verlinkt. Könnt ihr nochmal in die Folge reinschauen, die vorher kam. Eine Jagdhütte soll ich errichten. Alles klar. Warte mal, Nahrung. Ja, stellen wir die gleich hier hin, komm. Ich muss da, glaube ich, hier ein bisschen Platz lassen wegen dem Kohlevorkommen hier. Da können wir bestimmt ein Bergwerk drauf bauen. Ich weiß aber nicht, wie groß das wird. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen jetzt. Genau. Lass da mal den Jäger bauen und dann jagen wir gleich mal mit einem Jäger. Also wir weisen an, dass einer Jäger macht. Einer muss den Jäger machen. Rehfleisch produziert, Wildschweinfleisch produziert. Ja, lass mal. Hier, da rennt die Saubande schon wieder durch den Friedhof. Ihr habt es genau gesehen. Ihr braucht gar nicht da so tun, dass ihr hier nur so am Rand lang rennt, als ob das ich nicht sehen würde. Ihr müsst mich ja schon für sehr blind halten, ihr Schweine, ihr. Das kann ja wohl nicht sein. Guck mal, wie sie da noch die Pilze wegfressen. Und dann da hier noch am Haus chillen. Hör auf, die Friedhofswand anzugraben. So geht das nicht. Nein, ihr Schweine. Lasst das. Die rennen wie die Säue durchs Dorf. Da wird wieder mal richtig die Sau durchs Dorf getrieben. Mann, verdammt nochmal, das gibt's nicht. Ich werde euch so wegnatzen jetzt. Passt auf. Mein Jäger. Ja. Mein Jäger macht das jetzt. Der macht das jetzt. Der holt euch jetzt hier, ihr kleinen Schweinchen hier. Jagen oder fangen können wir sie auch. Guck mal, wir können jagen und fangen. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Beim Fangen kann ich sie mir dann in einen Käfig stecken und kann sie dann domestizieren. Also quasi Hausschweine draus machen. Das wäre auch gut. Aber das darf ich wahrscheinlich noch nicht, weil ich wahrscheinlich noch nicht die Anlagen dafür bauen kann. Was ist hier eigentlich los? Fertiggrenze für diese Ressource erreicht. Ja, das sieht auch danach aus. Wir haben nämlich hier oben schon einen vollen Balken an Nahrung. Wir haben eigentlich zu viel Nahrung.
Wir haben aber zu wenig Wasser, so ein bisschen. Wasser könnten wir noch mehr gebrauchen eigentlich. Wird das denn hier mehr? Ja, es wird mehr Wasser auf jeden Fall. Also wir trinken nicht mehr Wasser, sondern es wird mehr Wasser. Wir haben ja kein Meer hier. Aber es wird eine größere Menge Wasser im Behälter sozusagen, ja. Mehr Wasser halt. So. Da sind doch die Schweine. Tötet sie. Erschießt doch die Schweine. Lass doch die armen Hirsche in Ruhe. Lass sie doch. Nimm dir doch die Schweine vor. Boah, guck mal, hier so ein Blutbottich da hinten. Guckt euch das mal an. Krass. Hau sie in die Suppe rein, genau. Tote Oma draus machen. So einen richtigen Knetsch. So einen richtigen dicken Knetsch draus machen. Da haben wir auch alle was davon. Einfach alles rein in den Stampfer. Das ganze Ding. Von vorne bis hinten. Alles kommt da rein. Ja, nicht erst ausnehmen. Ist alles gut. Wir müssen alles verwerten. Alles. So, nice. Was? Rehfleisch produzieren? Okay. Wildschweinfleisch, genau. Wir müssen 100 Einheiten produzieren von allem. Haben wir jetzt genug Wohnraum? Haben wir jetzt genug Kinder? 17 Arbeitskräfte haben wir. 17, da muss doch noch was gehen hier. Da müssen wir doch noch irgendwo wen zuweisen können. Warte mal, wo haben wir denn noch Kapazitäten? Lass doch mal noch einen Kräutersammler machen. Noch einen Förster machen. Vielleicht auch noch, na, Fischer brauchen wir jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Vielleicht noch einen Jäger. Einen zweiten. Und noch einen Wassersammler. Damit Wasser reinkommt noch. Wie gesagt, da können wir ja noch einiges vertragen eigentlich. Da ist ja hier der Balken nicht mal ansatzweise voll. 70 Einheiten sind reserviert. Produktionslimit 90.000. Siehst du mal, da ist ordentlich am Start. Soll ich noch einen Lehrer einstellen? Können wir machen noch einen Lehrer. Das passt doch. Dann haben wir jetzt noch wie viele freie Leute? 13. Ja, das ist doch easy going. Ist das jetzt fertig? Nee, noch nicht. Ist noch nicht fertig. Aber können die da jetzt sich die Nahrung da abgreifen, ja, beim Fleischer? Können die sich da jetzt die tote Oma abholen? Schön die tote Oma aufessen. Oh, ich habe das so gehasst. Im Kindergarten so früher, wenn es dann dieses... Das ist ja, ich weiß nicht, wer das nicht kennt, das ist dieser Fleischbrei einfach. Ah, das habe ich so gehasst, ey. Das war so ekelhaft, ey. Ich fand das so widerlich, das Zeug. Perfekt. Die Jagdhütte versorgt uns ebenfalls umgehend mit Nahrung. Kann jedoch etwas unstetig arbeiten, da sie von dem Wild in der Umgebung abhängig ist. Dennoch kann sie unverzichtbar sein während einer Dürre, weil selbst dann die Hirsche und Wildschweine durch die Wälder streifen. Ja. Schön artgerecht erlegt mitten auf dem Dorfplatz. Hervorragend. Wildtiere können nicht nur geschossen, sondern auch eingefangen werden. Mach Sachen. Wenn ein Wildtier eingefangen wurde, kann es auf eine Weide gebracht werden und dort als Nutztier dienen. Um Wildtiere einzufangen, musst du deinem Jäger die Anweisung geben, dieses zu tun. Außerdem solltest du eine Weide errichten und einen Hirten einteilen. Einen Hirten, alles klar. Den guten Hirten. Oh, es regnet wieder, guckt mal. Es wird wieder saftig und grün alles hier. Weide errichten. Okay, warte, warte, warte. Weide, Weide, Weide. Da ist eine Weide. Wir haben nicht mehr so viel Platz hier. Wo kann ich denn die Weide hinstellen? Ich stelle die Weide jetzt mal hier so hin. Hier so. Neben dem Friedhof, genau. Damit wir da nicht so viele Bäume fällen müssen hier. Oh, da ist verstrahlt, da ist verstrahlt. Was? Seit wann ist denn da verstrahlt? Warte mal, bricht man nochmal ab, das Ding. Abbrechen, stopp. Moment, ich muss kurz mal... Wow! Junge, was ist denn hier los? Wir haben Strahlung am Start. Oh Gott, die geht ja schon direkt richtig ran hier an die Siedlung. Wo kommt die denn auf einmal her? Na, ich werd ja nicht mehr. Da müssen wir das ja hier richtig reinquetschen noch. Das ist ja unglaublich. Das kann ja nicht sein. Schock, schwere Not. Da müssen jetzt natürlich ganz schön viele Bäume töten. Aber so ist es halt. Wie viel Schrott hat eigentlich noch der Schrottsammler in seinem Radius? Boah, geht noch. Den Radius, den können wir ja auch noch verschieben. Aber da müssen sie natürlich weiter laufen dann, ne? Um das dann zu bekommen. Okay, nice. Ich bedanke mich bei Nero für das Prime-Abo. 14 Monate schon. Vielen lieben Dank. Dankeschön und willkommen. Gebratene Blutwurst. Meine Oma und Mutter haben zum Beispiel
essen das immer noch gerne. Ja, ich weiß, das ist so auch im Osten eine sehr beliebte Speise, aber ich weiß nicht, ey. Ich fand das immer eklig, ey. Ich fand das immer nicht geil. Ich fand das immer komisch. Konnte das nie. Also ich weiß nicht, ey. Ich musste mich immer dazu zwingen, das zu essen. Tote Oma Rezept. Schweineblut 12%, Schwarten 6%, Schweineleber 5%. Ja. Es ist so, ach Gott, darf ich nicht mehr dran denken. Also es sind so Sachen, damit kannst du mich jagen. Ich meine, ich bin jetzt kein Fleischgegner oder so, aber das sieht halt auch nicht gut aus. Das sieht halt auch nicht appetitlich aus. Das sieht genauso aus, wie es sich anhört. Das sieht so aus, wie als ich Durchfall gehabt habe, so ungefähr. So muss man sich das vorstellen, wenn man das nicht kennt. Das ist echt ein bisschen widerlich. Egal, lasst uns von was anderem reden. Blumenwiese und so. Ich hole jetzt hier mal noch einen Hirten rein. Nein, da ist das Haus ist schon verstrahlt. Die Strahlung kommt. Die Strahlung kommt. Ich sag's euch doch, die Strahlung kommt. Wenn ich's euch doch sage, hört doch auf mich, was ich sage. Hört doch, wenn ich sage, dass die Strahlung kommt. Ach nein, der spinnt schon wieder. Der erzählt schon wieder sein Märchen von der Strahlung, dass wir alle Masken tragen sollen. Nein, aber ich lüge nicht. Ich schwöre. Bei meiner toten Oma schwöre ich, dass da die Strahlung kommt. Ist sie weg wieder? Ja, sie zieht sich wieder zurück, glaube ich, so langsam. Ich und meine Frau lieben tote Oma, aber unsere Kinder essen das auch nicht. Ja, siehst du, das ist kein Kindergericht eigentlich. Also, finde ich so. Ich bin halt ein Feinschmeckbär. Was soll ich machen? Das Auge ist mit und so. Das ist nichts fürs Auge. Ach ja, ich muss ja noch dem Dings anweisen, dass er jagen und fangen soll. Ganz vergessen. Sonst erschießt er mir hier die ganzen Wildtiere. Hat er überhaupt was zum Jagen? Ja, okay, da hat er was. Hat er was? Tierart und Anzahl, keine. Tierart auswählen. Können wir da machen? Achso, wir müssen erst warten, bis da was gefangen wurde wahrscheinlich. Der ist aber noch am Ausnehmen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Guck mal, der trägt die Schwarten durch die Gegend. Guck mal, das finde ich viel leckerer, wenn der so Rippchen durch die Gegend trägt. Das ist doch richtig geil. Mal so richtiges, fettes Rippchen mal durch die Gegend tragen. Dann schön auf den Grill packen. Mmh. Mit schöner Soße obendrauf. Lecker, lecker. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Nicht schlecht. Ich sehe schon, die Meinungen gehen auseinander bei toter Oma. Die gehen sehr stark auseinander. Mindestens genauso wie die Dinge, die in der toten Oma drinstecken. Die gehen auch sehr weit auseinander. Oder zusammen, je nachdem. Ha. Stelle deine Jagdhütte auf die Option Fangen um. Okay, ich soll die gezielt fangen. Genau, ist ja hier. Ich sollte mal wieder bei der Sache sein, glaube ich. Die tote Oma lenkt mich voll ab. Weise deiner Weide eine Tierart zu, sobald dein Jäger ein Tier gefangen hat. Aber fang doch bitte nicht die Schweine hier. Und Piketty folgte Frederik, kann ich da noch sagen. Wie sie sich da hinlegen. Hör, Finger weg von meinem Kohl. Lasst meinen Kohl in Ruhe. Ihr fresst meinen Kohl nicht. Geht weg. Ja genau, weg mit euch. Und Piketty folgte Frederik. Sieht doof aus, aber schmeckt super. Naja. Erzähl das dem Kind, tote Oma, und er rennt heulend davon und wird's nie wieder essen. So haben wir das früher aber immer genannt. Ich kenne da, ich weiß gar nicht, das heißt, wie heißt das eigentlich richtig? Das heißt Blutwurst? Nee. Pampf? Fleischsoße? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Wie nennt man das eigentlich? Tote Oma geht so in Richtung Soylent Green. Nur, dass es nicht grün ist. Es ist eher Soylent Brown. Herrlich. Blutwurst, ja, okay. Topfwurst. Grützwurst. Auch da gehen die Meinungen offensichtlich sehr auseinander. Das Spiel sieht aus wie Surviving the Aftermath. Welches ist besser? Also mir gefällt von der Aufmachung und von der Grafik und auch von der Komplexität her das hier besser. Ich muss sagen,
Aus verschiedenen Gründen, ja. Auch das mit den Wettereinflüssen finde ich viel geiler umgesetzt, dass zum Beispiel auch bei Trockenheit, bei einer richtigen Dürre, der Fluss komplett hier austrocknet, oder ja, der See komplett austrocknet, dass die Gebäude besser aussehen, finde ich, also detaillierter auch. Du siehst bei der Schule zum Beispiel richtig die Fingerzeichnungen von den Kindern und so. Ja, wenn du richtig nah rangehst, siehst du richtig immer mehr Details an den Gebäuden und so. Das ist schon, ich finde das cool. Und der Wuselfaktor ist ja auch spannender. Man sieht viel mehr, was die Leute so machen, finde ich. Also man kann den Leuten richtig bei ihrem Tagesablauf auch zugucken, so ein bisschen. Also, ja, und die Umgebung ist auch abwechslungsreicher gestaltet, finde ich. Finde das schon cool. Hat er jetzt mal was gefangen? Ah, ja, Schweine hat er gefangen, na toll. Die hier. Vom Jäger eingefangenen Tiere werden auf eine Weide gebracht. Na toll. Wo sie von Hirten betreut und versorgt werden. Sehr gut. Manche Tiere produzieren Ressourcen, wie Milch oder Eier. Andere Tiere können nur für den Verzehr geschlachtet werden. Du solltest dich darüber informieren, welche Tierart dir welchen Nutzen bringt. Auf jeder Weide kannst du einstellen, welche Art von Tier gehalten werden soll. Nice, wir haben Piketty und Frederick auf die Weide geschafft. Tiere, die du auf deiner Weide hältst, müssen von dir mit Wasser versorgt werden, um überleben und sich vermehren zu können. Kann ich die Schweine benennen? Sobald genug Tiere ausgewachsen sind, wird der Hirte damit beginnen, diese Tiere zu schlachten. Wenn du nicht möchtest, dass Tiere geschlachtet werden, kannst du ihn auch anweisen, dies zu unterlassen. Nee, mach mal. Deine Hirten wissen nun, wie sie mit den Tieren umgehen sollen. Vergiss nicht, deine Jäger anzuweisen, in Zukunft wieder Tiere zu jagen. Damit er jetzt, da du bereits ein... Mit ja, unserer erhöhten Produktion wird uns sicherlich auch bald der Lagerplatz ausgehen. Ja. Auch die Versorgungswege unserer Produktionsgebäude werden immer länger. Ja. Um diese Probleme anzugehen, solltest du ein provisorisches Lager errichten und Straßen anlegen lassen. Okay. Wir haben Piggy und Frederick im Jurassic Park drin. Nice. Im Saupark. Hervorragend. Lasst mich mal jetzt ein provisorisches Lager. Da warte ich schon eigentlich die ganze Zeit drauf, dass ich endlich mal hier Logistikbär treiben kann. Das würde mal langsam Zeit hier jetzt. Ah, die grünen Linien sollen mir quasi dann zeigen, wo Straßen langlaufen können. Verstehe, verstehe. Wow. Nee, warte mal. Das ist ein bisschen sehr verstrahlt. Vielleicht lieber hier so? Hier so an der Übergangslinie vielleicht zwischen Gebäude A und Gebäude B. Was, Alter, was ist denn hier los? Wow! Wir sind im Strahlungsland. Aber es ist noch niedrig. Ist noch nicht so schlimm. Da geht noch was. Da geht noch was. Ne, warte mal, dann warte jetzt. Wenn das eh überall ist, stopp. Wenn das eh überall ist, mache ich es doch lieber hier. Das ist jetzt eh egal. Verstrahlt ist verstrahlt, ja. Total verstrahlt sind sie hier alle. Ach, guck mal, die müssen die Strahlung erst wegmachen. Seht ihr das? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, guck mal, die machen die weg. Die entstrahlen das. Damit sie da bauen können. Aber das sieht echt so schlierig aus. Ich sag ja, das ist visuell viel, viel besser gemacht als das andere. Nein, der Kohl ist verstrahlt. Kann bitte jemand den Kohl dekontaminieren, meine ich? Das ist doch... Der wollte mich doch verkohlen hier. Dieses Gebäude produziert kontaminierte Ressourcen. Nein, das ist... Hört auf zu ernten, ihr Plepse. Seht ihr nicht, dass der Kohl grün leuchtet? Aber die haben schon Masken aufgesetzt. Guck mal, der hier hat eine Maske auf. Der hat eine Maske aufgesetzt, damit er nicht die Strahlung einatmet. Damit er nur die Strahlung an den Körper kriegt, ja. Damit er nur von außen verstrahlt wird und nicht noch von innen zusätzlich. Ist schon schlau, ja, muss man mal sagen. Hervorragend. Provisorisches Lager errichten, genau, es wird gerade gemacht. Errichte einen Schotterweg. Genau, wir müssen noch schottern hier. Schotterweg, was brauchen wir eigentlich dafür? Für den Schotterweg. Warte. Wie mache ich das? Ach so. Warte, oh Gott. Nee, warte. So? Ja, genau so. So? Dann... So? Schön, so ein Zickzackweg hier. So? Und dann so, genau.
Nice, dann haben wir nämlich den Schrottplatz auch mit dran. Apropos Schrott, wie sieht's da eigentlich aus? Ah, guck mal, der hat immer noch Zeug in seinem Radius. Na, nice. Dann wird das nämlich alles mal ein bisschen schneller verteilt. Hier Logistik und so, ja? Das ist absolut logistisch. Gut. Provisorische Lager erhöhen die allgemeine Lagerkapazität deiner Siedlung. Nice. Platziere sie gezielt, um Warenwege zwischen deinen Produktionsgebäuden zu verkürzen. Straßen sind ebenfalls von großem Nutzen, ja, da Siedler, die sich auf Straßen bewegen, deutlich schneller laufen können als auf normalem Untergrund. Dann lasst uns das mal machen jetzt hier, Straßen. Urbanisierung nennt sich das auch, was wir jetzt hier machen. Guckt euch das doch an, wie geil das ist, was wir hier machen. Ich bin begeistert. Was hat er gesagt? Achso. Um das Ganze weiter zu verbessern, können wir einen Markt errichten, um die Logistik der Siedlung zu verbessern. Yes! Neben einem enormen Lager für Ressourcen, welches sogar Wasser speichern kann, ist der Markt dafür zuständig, Rohstoffe in deiner Siedlung zu verteilen. Des Weiteren erhöht er die Zuversicht deiner Siedler. Mhm. Ja, dann lasst uns den doch... Oh Gott, ist der groß. That's what she said. Dann, wo machen wir den denn jetzt hin? Warte mal, den müssen wir ja irgendwie auch so ein bisschen mehr ins Zentrum bauen eigentlich. Vielleicht hier so? Da wo eigentlich dahin, wo die meisten Häuser stehen, würde ich jetzt sagen. Dann eher so hier hin. Aber da ist eigentlich der Forstbereich. Vielleicht sollte ich den mal ein bisschen versetzen, dass wir hier mehr Baufläche haben noch. Ich mach das jetzt hier hin. Hier so. So. Genau. Schöne. Da muss es strahlen. Und da brauche ich noch Logistiker. Machen wir mal zwei Logistiker. Wie viele Arbeitslose? Ach, komm. Da machen wir hier gleich mal 10 Logistiker hier jetzt. Logistik ist wichtig. Weil dann müssen nämlich nicht die Arbeitskräfte das immer alles durch die Gegend schleppen, was sie da brauchen. Genau. Was Strahlung ist, gibt's immer und überall. Daher auf Produktion von Anzügen und Medikamenten achten. Das Böse ist immer und überall? Das gibt's ja gar nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber warte mal, wie viele Anzüge haben wir denn? Produzieren wir überhaupt Strahlenschutzanzüge? Also wir produzieren auf jeden Fall diese Masken. Aber Strahlenanzüge produzieren wir noch gar nicht. Sollte ich da vielleicht... Ich baue da nochmal einen Schneider, dass wir... Ja, okay, jetzt speichert es gerade. Das Speichern dauert erstaunlich lange, muss ich mal sagen. Das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall schon aufgefallen ist. Uno Sekundo. Ich wollte einen Schneider bauen. Schneider bauen. Lass mal einen Schneider bauen. Einen Schnodder bauen. Ich brauche mehr Schnodder. Warum machst du nicht alle Strahlung um die Siedlung weg? Eine sehr gute Frage, weil ich nicht weiß, wie das geht. Weil ich nicht weiß, wie ich das mache. Wie mache ich denn das? Ist das ein... Warte mal, hier ist das ein Auftrag? Geht nicht, kann ich nicht machen. Ist mir noch nicht gesagt worden. Ich bin immer noch im Tutorial. Ich kann noch nicht alles von Anfang an machen. Ich muss alles erst lernen, wie ich das mache. Und dann erst wird es mir freigegeben, wenn das als Option kommt. Ich würde auch gerne schon Strom und Bergwerke und so bauen, aber es geht noch nicht. Ich muss erst lernen. Ich kann ja, Elon Musk kann ja auch nicht zum Mars fliegen, bevor er nicht gelernt hat, wie er Raketen baut, die nicht beim Landen explodieren. Insofern, ja. Hier, guck mal. Hier machen wir jetzt Strahlenschutzanzug und dann geben wir hier nochmal den Auftrag, machen wir noch mehr Schneider. Ich mache jetzt 6 Schneider. Wir brauchen 6 Schneider. Logistiker sind in der Lage, Ressourcen aus deiner gesamten Siedlung zu sammeln und in den Markt zu bringen. Hervorragend. Das verbessert den Fluss deiner Produkte und führt dazu, dass deine Siedler kürzere Distanzen laufen müssen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Wir haben einen Fluss. Die Kombination dieser Eigenschaften macht den Markt. Je größer deine Siedlung wird, desto weiter müssen manche Siedler sich auf den Weg machen, um an all die Nahrung zu kommen, die du produzierst. Um all die Nahrung zu bekommen. Um ihnen das Leben ein wenig einfacher zu machen, kannst du Essensausgaben errichten. Logistiker, die in einer Essensausgabe arbeiten, werden Nahrung aus deinen Lager- und Produktionsstätten sammeln
und zur Essensausgabe bringen. Wer kennt das nicht, wenn der Aldi mal wieder zu weit weg ist und man dann wieder die Aldi-Nahrung nicht so schnell bekommt? Machen wir, alles gut. Ich bin voll bei der Sache, alles gut. Essensausgabe errichten. Weise Siedler der Profession Logistiker. Ach, okay, siehst du, ich soll sogar 11 nehmen. Krass. 11 Logistiker will er sogar von mir haben. Heftig. Ich dachte, 10 reichen. Okay, warte. Warte. Ich denke kurz nach. Nahrung ist das dann, ne? Nee, Moment. Ist es dann Logistik? Ah ja, Essensausgabe ist Logistik. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, hier so? Nee, da geht's nicht. Hier so? Ja, geht's auch nicht. Hier so? Da geht's. Das ist jetzt schon so als Hub gedacht, dass die sich das dann aus dem Markt holen, das da hinschaffen, damit es dann lokal verteilt werden kann, oder? Ich gehe jetzt mal schwer davon aus. Die Aldi-Nahrung, damit, das ist quasi der Aldi, wenn ich das jetzt richtig hatte, und da holen die sich das dann ab. Und das ist quasi das Logistiklager und da wird es zentral abgelegt. Korrekt? Ich glaube schon. Wenn ich es richtig verstanden habe. Sonst habe ich es falsch verstanden, tut es mir leid. Wie sage ich mit dem Dekontamination? Soll ich mal noch einen Dekontaminierer hier hinten bauen? Oder soll ich mal den seinen Arbeitsbereich vielleicht mal ein bisschen mehr so zentral mittig mal so dahinsetzen vielleicht? Damit der da vielleicht hinten die Gebäude auch mal ein bisschen dekontaminiert. Weil der dekontaminiert, glaube ich, gerade eher so hier hinten. Das ist ein bisschen dumm. Er dekontaminiert eigentlich eine leere Fläche gerade. Der soll mal da hinten den Markt dekontaminieren. Ich glaube, der trägt da gerade sogar Dekontaminierungszeug rein. Ich mache mal die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer. Ich will das mal eruieren. Wie wäre es mit einem zweiten? Ne, guck mal, ich glaube, das ist er hier, oder? Emma. Erwachsene, aktueller Beruf Logistiker. Ach so. So sieht eine Logistikerin aus. Guckt euch das mal an. Das ist quasi die Endzeitversion von Amazon-Lieferanten. Ich hätte beinahe gesagt Amazon-Drohne, aber so weit ist es noch nicht. Grüße gehen raus an die Zukunftsmenschen. Es gibt ja eigentlich nur zwei Szenarien. Entweder die Amazon-Lieferung in der Zukunft sieht genauso aus wie hier, dass die zu Fuß so eine Kiste zu dir tragen, im Schutzanzug, weil alles zur Sau gegangen ist. Oder es kommen irgendwelche Drohnen angeflogen. Wenn deine Siedlung noch weiter wachsen sollte, kannst du überlegen, ob du noch weitere Essensausgaben bereitstellen möchtest. Ah, okay. Nahrung in deiner Siedlung zu verteilen, wird sich als äußerst praktisch herausstellen. Nice. Jedoch brauchen deine Siedler nicht nur Lebensmittel, sondern auch Wasser zum Überleben. Um auch Wasser gezielt verteilen zu können, kannst du eine Wasserstelle errichten. Ich baue einfach noch ein Aldi. Da gibt es dann Aldi-Wasser. Wasserstelle, sehr gut. Nice. Ah, jetzt brauchen wir noch einen Logistiker. Und eine Wasserstelle. Ich würde sagen, hier, die ist ja am weitesten weg, die Stelle hier. Bababababab. Wasserstelle. Nice. Guck mal, da können wir dann auch eine Straße bauen noch. So. Eine Wasserstraße, eine sogenannte. Warte, fang da an. Wie geht das jetzt? Über die Straßen sind manchmal ein bisschen frickelig. Genau, hier so, so. Ja. So. Und dann. So. Wunderschön. Dann ist das mit dran an der Logistik. Und dann ist das sehr logisch. Das hängt hier ja auch an der Logistik, ne? Ja, guck mal, tut es. Aber wir können das noch ein bisschen besser machen, warte. Wenn wir das jetzt hier so. So. Und dann so. So rüber, so. Nice. Geil. Und dann das hier runter noch. Damit ja das Dorfzentrum schön im Zentrum ist. Zentralisiert nennt sich das auch. Ist alles durchzentralisiert hier. Wie wäre es mit einem zweiten? Einem zweiten was? Einem zweiten Aldi? Einem zweiten Dekontaminateur? Einem zweiten Friedhof? Einem zweiten was? Ich habe es jetzt aber noch nicht so ganz begriffen. Holen die sich die Sachen, wenn sie in der Nähe vom Markt sind, auch einfach direkt aus dem Markt? Oder ist der Markt wirklich nur so eine Logistikverteilungsstelle und die holen sich das immer nur aus diesen Ausgaben, beziehungsweise? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Das müsste man mal ein bisschen beobachten. Wie sieht es eigentlich mit den Unterbringungen aus? Wir haben 9 Kinder. Haben wir genug Häuser? Zufällig? Das ist noch nicht so ganz klar, finde ich. Warte mal, wie sieht... Genau, Statistik. Bevölkerung. Wohnraumverteilung. Gucken wir doch mal. Oha. Obdachlose Siedler schießt ganz schön in die Höhe, kann das sein? Wir sind hier gerade 33 Obdachlose? Was? Warum wird mir sowas nicht gesagt? Stopp, stopp, stopp. Wir müssen Hütten bauen. Wir müssen Hütten bauen, wir müssen Hütten bauen. Schnell. Unterkünfte. Hier hinten. Hier ist noch. Naja, scheiße, das ist nicht so viel Platz hier. Aber eigentlich müssten wir das dahin bauen. Da wäre eigentlich ideal. Das ist schön am Markt. Ich baue die jetzt da neben den Markt. Was soll denn der Geiz? Und hier bauen wir auch noch welche hin. So. Da ist ja der Dekontamineur am Start. Und hier diesen Schrott müssen sie mal wegmachen. Hier, ich mache jetzt mal den... Was ist hier? Fertigungsgrenze für diese Ressource erreicht. Nein, nein, nein. Keine Fertigungsgrenzen hier. Hört auf zu grenzen. Hört auf auszugrenzen. Lass das. So geht das nicht. Wir schieben das mal hier hin, damit sie das hier mal auch wegmachen alles. Oh, ich bin pausiert. Ich lasse mal die Geschwindigkeit laufen. 2 Dekontamineure. Alles mehrfach bauen. Ja, dann baue ich halt jetzt noch einen zweiten. Wobei wir gerade Leute verlieren. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die obdachlos sind. Dann, warte mal. Ganz kurz. Wo ist der Dekontamineur nochmal gewesen? Gemeinschaft? Wo ist er? Nahrung? Nee. Wasser? Nee. Unterkünfte? Nee. Gemeinschaft? Da muss doch Gemeinschaft gewesen sein. Ah nee, hier unten ist er, bei Logistik. Okay, alles gut. Ich wunderte mich gerade. Ich hab den jetzt dahin gebaut. Okay, warte, dann mach den Arbeitsbereich von dem Dekontamineur wieder hierhin so. So. Und der andere, der kann ja dann... Ja, der kann ja dann da oben so ein bisschen. Können sie ja die Radien ein bisschen überschneiden auch. Das ist doch eine gute Idee. So, jetzt will ich nochmal Schotter bauen. Schotterweg. Jetzt, da deine Siedler auch eine Wasserstelle zur Verfügung haben, können sie sich vor Ort mit Wasser und Nahrung versorgen. Ähnlich wie bei den Essensausgaben kannst du so genau steuern, an welchen Stellen deine Siedler sich um ihre Bedürfnisse kümmern. Jetzt, da wir unsere Logistik im Griff haben, können wir uns mit dem Wetter und seinen Herausforderungen befassen. Um eine Vorhersage über das kommende Wetter treffen zu können und zu erfahren, ob eventuell verstrahlter Regen auf uns zukommt, können wir eine Wetterstation errichten. Diese kann außerdem dazu verwendet werden, unsere Anbaufelder und Regenspeicher abzudecken, um diese so vor verstrahltem Regen zu schützen. Alles klar. Wetterstation. Moment, das ist hier schon bei Verteidigung? Nee, wo ist das? Dekoration, Technologie. Ah, da. Boah, was, wie riesig ist die bitte? Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Die ist ja gigantisch. Wo baue ich denn die jetzt hin, ey? Na gut, ich meine, ja, da ist ja unsere Farm da. Ja, eigentlich haben wir ja nur hier Platz, so richtig. Dann mache ich jetzt hier hin. Warte, so. So, dass wir da Straßen noch hinbauen können. Alter, ist das riesig. Junge, Junge. Gigantisch. Und Straßen, Straßen, Straßen nicht vergessen. Sonst brauchen die da immer ewig, um da hinzulaufen. So. Und so. Ja, genau, hier mal noch eine Straße durchziehen. So. So. Und zur Schule auch noch. Und hier ist ja schon eine, genau. Da macht man hier noch eine, so eine Querstraße. Hervorragend. Ich frage mich, ob die Wege irgendwas kosten. Aber soweit ich das beurteilen kann, sind die kostenlos erstmal. Uns fehlt immer noch ganz schön Stoff. Wir müssen mal schauen, dass wir mal mehr Stoff kriegen irgendwie. Liegt das daran, dass wir einfach zu wenig von den Sammlern haben, die das machen? Warte mal, ich baue noch einen Recycler für Stoff.
Recycler. Ein Stofftier. Wir brauchen noch mehr Stofftiere. Wow, was ist denn da los? Die Schaufelarmee, Schaufelbrigade. Ja, schön kaputt schlagen alles. Und jetzt haut drauf. Nicht rumstehen. Nicht blöd gucken. Du musst das bauen. Ach, sehe schon. Es wird hier wieder, es dauert wieder extra lange hier. Das haben sie ja auch noch nicht gebaut. Was ist denn da los? Das kann ja wohl nicht sein. Fehlt ihnen da irgendwas? Aufbauinformationen. Ach, denen fehlt da Kohle, oder? Aber wir haben doch Kohle. 48. Ah, jetzt hat. Jetzt ist es auch fertig. Okay, warte, dann stelle ich gleich noch den Kontaminierer ein, den zweiten. Haben wir noch genug Leute jetzt? 20 freie Arbeitsplätze haben wir. Soll ich mal noch so eine Unterschlupf hier bauen? So ein... Was? Was ist da? Ressourcen, die nicht aus dem Umfeld gesammelt werden können. Wasser. Ja, du sollst die ja auch von hier holen. Gucken, ob das jetzt geht. Ich glaube, jetzt geht das. Sehr gut. Jetzt, da wir wissen, welches Wetter uns erwartet und wie wir uns gegen verstrahlten Regen schützen können, indem wir unsere Anbaufelder und Regenspeicher abdecken, sollten wir uns darum kümmern, jenen Regen zu sammeln. Alles klar. Moment, ich muss kurz mal gucken. Wer war hier nochmal die Arbeitskraft? Sondierer. Sicher, dass es Sondierer ist und nicht Sortierer eigentlich? Regen befeuchtet nicht nur den Boden. Er kann auch durch Regenspeicher automatisch gesammelt werden, um so einen steten Fluss an zusätzlichem Wasser zu generieren. Da wir bereits unsere Wetterstation errichtet haben, können wir uns entscheiden, unter welchen Umständen wir unsere Regenspeicher abdecken wollen. Aha. Alles klar. Einen Regenspeicher errichten. Brauchen wir überhaupt Regenspeicher? Wir haben zwei große Wassertanks voll Wasser eigentlich. Ja, wobei, guck mal, wir haben gar nicht so viel bekommen jetzt in letzter Zeit. Kann das sein, dass es sogar weniger wird gerade? So insgesamt? Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich ist das so. Unbedingt brauchen wir Regenspeicher. Was liest mal den Text zur Hütte und Unterkunft? In dem einen wird sich vermehrt, in dem anderen nicht, ist vielleicht wichtig für die Geburtenkontrolle. Ja, mal gucken, Geburtenkontrolle. Wir sind ja nicht in China, hallo? Da sind schon wieder Schweine direkt da auf dem Platz. Und an dieser Stelle endet diese Folge Endzone, A World Apart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video rauskommt. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr könnt mich damit mit einem Prozent einen Anteil am Kaufpreis unterstützen. Vielen Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.